Was geht ab, Leute? Mein Name ist The K. Ich bin Model, Tänzer und Choreograf und heute mal Handwerker. Liebe Grüße gehen raus an Loftnetz. Hier erkläre ich euch mal, was im Lieferumfang mit dabei ist. Nummer 1, Kabelbinder. Spezielle Kabelbinder. Nummer 2, spezielle Schrauben. Das sind die Schrauben, meine Freunde. Nummer 3, spezielles Seil. Zack, das ist das coole Seil, mit dem alles befestigt wird. Und natürlich das einmalige Loftnetz. Da-da-da-da! Yes, das ist das Loftnetz und das ist mein Tutorial. Peace. So, meine Freunde, Schritt Nummer 1 ist erstmal mit der Wasserwaage eine schöne Linie zaubern, dass alles auch schön im Wasser ist. Diese Schrauben von Loftnetz, die haben auch hier so ein kleines Logo von sich drauf gemacht, so eine Schrift. Das sind die Schrauben. Alle 15 cm muss eine Schraube reinkommen. 15, 15, 15. Die machen wir jetzt einfach so mal provisorisch rein. Später schrauben wir sie richtig eng zusammen, ganz rein, sodass sie wirklich fest sind. Und das macht ihr jetzt auf allen Seiten mit einem Abstand, wie gesagt, von 15 cm. Und ja, das dauert ein bisschen, aber umso gründlicher ihr arbeitet, umso besser sieht das Endergebnis aus. So, jetzt haben wir das befestigt auf allen Seiten. Sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Und dann haben wir jede Ecke genommen vom Netz mit dem großen Kabelbinder, die mit dem Lieferumfang mit am Start sind, und haben das mal einfach provisorisch einfach festgezogen, so dass wir das erstmal an allen Ecken gemacht haben und später kann man das nochmal nachziehen. Ich habe hier zwei super Helfer mit am Start gehabt, einmal der Matthias und Sebo. Die haben mir auf jeden Fall sehr, sehr viel geholfen, war auch sehr, sehr lustig. Wie gesagt, das Ganze ist sehr, sehr einfach zu befestigen, Leute. Die Bestellung ist sehr einfach. Ich habe circa 3 Wochen gewartet auf meine Bestellung. Und super einfach, ich bin sehr, sehr zufrieden. Hier haben wir das Ganze dann befestigt an jeder Ecke und am Ende nochmal nachgezogen, damit auch alles sitzt, bevor wir mit dem nächsten Step anfangen. So, jetzt sind alle Ecken befestigt und jetzt kommen wir zum Schlussteil. Hier flechten wir das Seil rein. Gut ist es, wenn ihr zu zweit arbeitet, dann kann einer das Seil heben, der andere zieht es durch. Wichtig zu beachten ist, dass ihr immer mit dem ersten Seil eine Schraube freilässt und mit dem zweiten Seil geht ihr dann durch alle Schrauben, die noch frei sind. So kann das Netz auch ein bisschen besser heben und ja, so sieht das Endergebnis dann aus, wenn es fertig geflechtet ist. Und das Seil ist super gespannt. Das Einzige, was ich noch gemacht habe, ist, nachdem ich es 2 Wochen benutzt habe, habe ich das Seil nochmal nachgezogen und es ist sehr, sehr bequem. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Bestellung und haut rein. Peace.